Ah, das war ein anderer Schuss. Okay. So, wir sind jetzt bei normal. Okay. So wäre es eigentlich normal. Alter, das ist so scheiße für mich. Sigo, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Ender Game Challenges, weil ihr das Format liebt, ihr wollt mehr davon. Nicht Spaß. Aber ich würde sowieso jetzt mehr davon machen, weil ihr habt übel Bock darauf. Ja, heute mit einer Challenge von Wim Weinert, und der schreibt die Challenge: Nach jedem Kill oder Port musst du deine Sichtweite um 20 runterstellen. Jedoch habe ich danach nachgefragt, ob er die Sichtweite oder die FOV meint, weil ich mir dessen nicht sicher war. Und er hat daraufhin leider noch nichts geantwortet, deswegen habe ich einen Kompromiss beschlossen. Und zwar werde ich es so machen, dass ich die Sichtweite jeweils um 2 runterstellen werde und die FOV um 10. Und dann haben wir einen guten Kompromiss. Als Gegenleistung dazu habe ich jetzt das Kit Link genommen, denn das könnte einen ganz guten Ersatz bieten, damit ich bei diesem Handicap immer auch einen Vorteil im Schrank habe. Ist, denke ich mal, ganz gut, damit ich nach jedem Kill oder Port halt auch einen kleinen Vorteil dazu kriege, ne? Nein, 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 nein! Und deswegen, zock. Zack, Eisenstiefel. So. Das kann ich eigentlich wegpacken, das brauche ich nicht. Weil dann, das verrät mich ebenfalls als Link eigentlich. So, jetzt muss ich erstmal möglichst viel Abstand gewinnen auf die anderen Spieler. Denn das ist echt ein bisschen kritisch, wenn ich da zu nah an anderen bin. Dann werden die mich targeten oder was weiß ich. Wie zum Beispiel der. Sehr schön. Genau sowas mag man. Als Link getargetet werden. Und da kommt ein Ungeheuer. Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist geschehen? Wieso auch nicht? Der macht mich One-Hit. Oder Two-Hit allerhöchstens. Es kommen sie von allen Seiten. Sie kommen von allen Seiten. Aber da vorne ist meine Rettung. In letzter Not. Speedblock for the win. 61 Blöcke Abstand. Sehr schnieke. So, jetzt habe ich Trank der Vergiftung, glaube ich, noch. Ja, nee, Schnelligkeit. Das ist fast noch besser. Hier mit diesem Kit. Zusätzlich ziehe ich das jetzt einfach mal an. Jetzt gehen die meisten davon aus, dass ich einfach... Nee, war kurz. Ich behalte das hier unten, bis mich jemand angreifen will. Weil dann kann ich das anziehen eigentlich. Weil der würde mich dann ja sowieso angreifen. Ne? Macht Sinn. Glaube ich. Ups, das wollte ich jetzt nicht öffnen. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen tabu, solche Fehler zu machen, denn ich muss erstmal geportet werden. Uff. Am besten wäre natürlich, wenn ich mit jemandem, der fast down ist, zu jemandem geportet werde, der fast down ist, der gerade aus einem Kampf kommt, und dann kann ich den Last Hit geben oder sowas. Nee, ist wieder niemand in der Nähe, auch gut. Jetzt habe ich schon 4 Herzen, ich habe Resistenz nur noch eine halbe Minute lang. Das ist nicht sonderlich lange. So. Okay. Da oben ist noch ein Speedblock. Ja gut. So scheiße ist das Kit eigentlich gar nicht. Man hat halt einfach einen viel, viel größeren Faktor des Kribbelns im Bauch. Und außerdem bin ich jetzt sowieso ein bisschen ruhiger geworden. Also ich reg mich nicht mehr so schnell auf. Ich steigere mich halt generell nicht mehr so fest ins Ganze rein. Übrigens wird gerade nach einem Ersatz für den guten BM gesucht bei Revive. Weil der ist ausgestiegen jetzt, glaube ich. Habe ich was mitgekriegt? Ah, die Kiste ist weg. Besseres Equip wäre jetzt echt nicht schlecht. Weil ich habe schon das Handicap mit dem... Stimmt, ich wurde einmal geportet. War kurz. Ich wurde jetzt zweimal geportet. Dann muss ich das Ganze mal 2 machen. Das habe ich voll vergessen. Optionen, Grafikeinstellungen. Um 2 runterstellen. 4. Und dann muss ich, hier um 10 runterstellen. 110 ist Quake Pro. Das heißt, ich muss auf 90 runter. Oh, das fühlt sich gerade so scheiße. Das fühlt sich so richtig verkackt an. Oh, nee. Nee, ne? Fuck, die waren... Außerdem, ich sehe einfach gar nichts.
Das fühlt sich jetzt richtig beschissen an. Also wenn er die FOV gemeint hat, die Sichtweite gemeint hat, dann wäre es nach einem Port oder einem Kill schon ganz down gewesen. Aber wenn er die FOV gemeint hat, dann hätte ich das jeweils um 20 gemacht. Dann wäre ich sowas, dann würde ich jetzt absolut nichts mehr sehen. Ich hätte übles Problem jetzt gerade mit der Steuerung. Das wird aber alles noch kommen. Weil ich wurde jetzt wieder geportet, das heißt... Das ist wenig... Okay, jetzt habe ich das auf dem Minimum-Level. Da geht es jetzt also nicht mehr tiefer. Jetzt kann ich nur noch hier tiefer gehen. Fuck, Alter, ich sehe jetzt gar nichts mehr. Ja, lol. Das ist aber mal geil, eine geile Challenge. Muss man sagen, also... Respekt für die Challenge einfach mal. Für die Idee, so eine Idee braucht man erstmal. Okay. Die Kiste ist weggeportet, das war nicht ich im Übrigen. Leute, ich renne gerade, nur dass ich das wisst, ne? So kann man nicht kämpfen. So kann man sowas von nicht kämpfen. Ich kann höchstens gewinnen mit davonlaufen, in der Hoffnung, dass ich irgendwann so 3000 Leben habe oder so. Vor allem, es ist einfach nervig, ich sehe jetzt auch gar keine Truhen oder sowas. Okay, das mit der Angel kann ich hier sowieso vergessen. Da habe ich null Chance, wenn ich mit der Angel versuche, ranzugehen. Ich renne gerade. Und ich kann dummerweise jetzt auch gerade... Ah, das war ein anderer Schuss. Okay. So, wir sind jetzt bei normal. Okay. So wäre es eigentlich normal. Alter, das ist so scheiße für mich. Es fühlt sich so schlecht an für mich einfach. Ihr müsst euch mal in meine Situation reindenken. Für mich ist das einfach so sau ungewohnt. Ich spiele immer mit FOV auf Quake Pro. Jetzt mit diesem Handicap ist auf jeden Fall nicht einfach. Ist nicht einfach. Ist ja auch keine Gegner oder so. Und es wird noch extremer später, Leute. Es wird noch extremer. Ich weiß auch gar nicht, was mir hier der Bogen noch bringen will, groß. Ich renne gerade. Ich bin gerade am Rennen. Hä? Das fühlt sich an, als ob ich sneaken würde in normal. Oder in Quake Pro. Ist das Sneaking? Oh, da sehe ich einen Namen. Der muss übel low sein eigentlich. Aber ich weiß auch nicht, wo der ist. Ich kann nicht mal runtersehen. Ich habe übel das Problem. Und ich muss die FOV eigentlich noch tiefer stellen jetzt. Weil ich wieder geportet wurde. Boah, Alter, ist das grausig, ey. Das ist richtig schrecklich. So zu spielen, ey. Das Ender Games. What the? Nein! Ich hab so Angst gerade. Und ich bin unter... Nein! Nein! Man hat mir geschrieben, geh weg. Ich wurde schon wieder geportet, ich muss gleich noch ein paar tiefer machen. Wie nahe ist der nächste Gegner? Okay, jetzt kommen wir auf 50, Freunde. Wir haben bald das Maximum erreicht. Ein Dia-Schwert! Sehr schön. Also der andere, der hier vorhin bei uns war, der ist gestorben. Okay, Leute, ich habe sowas von keine Kontrolle mehr über nix. Ich habe über gar nichts mehr Kontrolle. Habe ich Eisenschuhe schon? Ja, habe ich. Dann kann ich gerade eh nichts machen eigentlich. Ich weiß nicht, wie ich so spielen soll. Echt nicht. Dank der Schnelligkeit. Das kann lustig werden. Damit komme ich vielleicht auf das normale Niveau. Ups. Eine Eisenbrust. Die brauche ich. Ja! Eine Eisenbrust, Freunde! Eine fucking Eisenbrust. Ja. Ich bin nicht mehr so scheiße equipped. Jetzt habe ich eigentlich noch ziemlich gutes Equip schon. Und außerdem habe ich bereits 9 Herzen. Das heißt, sobald ich geportet werde, bin ich wieder auf 10 Herzen. Das ist eigentlich sau gut. Oh, nice. Aber ich muss die FOV tiefer stellen. Mache ich kurz auf 40. Okay. FOV auf 40. Okay, jetzt fühlt sich's richtig. Jetzt fühlt sich echt. Jetzt ist der Moment gekommen, in dem man nur denkt so. Fuck.
so zu spielen ist echt eine Qual. Ungeheuer. Nahkampf wäre da nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, wie weit ich von dem eigentlich entfernt bin. Es fühlt sich so an, als ob ich an dem dran wäre. Ja, scheiß Großspammer. Alter! Was das? Yo! Wo bist du? Habe keinen Tracker. Oh, es war schon ein Halbfinale. Krass. Also Leute, diese Challenge, auf jeden Fall Hut ab dafür. Ich werde es jetzt nicht mehr versuchen, auch wenn wir erst bei 10 Minuten sind, weil es ist einfach eine Qual, aber es ist auf jeden Fall lustig. Ich werd das vielleicht mal offscreen machen, aber ist auf jeden Fall eine sehr interessante Challenge und vor allem, wenn man stirbt, dann hat man eine Ausrede. Nee, hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, ist mal was ganz anderes. Ja! Nee, weißt du was, ich mache noch eine Runde. Ich habe jetzt so derbe Bock drauf, also bis gleich. So, meine Freunde, da sind wir wieder. Dort kann man Sets resetten. Der kostet 3 Euro. Das kann doch nicht sein, dass das 3 Euro kostet, wenn ich Sets resetten will. Ja, egal. Ich will die derzeit eh nicht resetten, solange ich noch am Üben bin. Aber wir haben das Link-Kit, deswegen müssen wir die Rüstung natürlich erstmal ausziehen. Und direkt so weit wie möglich weglaufen von den ganzen anderen Gegnern. Damit wir nicht direkt gekillt werden oder abgestaubt oder was weiß ich. Oder getargetet. Davor habe ich ehrlich gesagt am meisten Angst als Link, weil es allmählich echt absurd wird, wie krass man getargetet wird, nur wenn man die grüne Lederrüstung trägt. Das ist echt krass. Deswegen muss ich natürlich jetzt erstmal an normales Equip gelangen. Zum Beispiel so. Soll ich resetten? Please, ernsthaft. Wissen wir doch nicht. Wie müsste ich deine Stats anschauen? Das mache ich jetzt sicher nicht während der Runde. Ja, das ist jeder seine eigene Entscheidung, ob er resetten soll oder nicht. Und ich weiß genau, dass das nur zur Ablenkung dient. Die anderen Spieler abzulenken, dass die gucken, was der für Stats hat. Und dann eiskalt abzuschnäseln. So. Okay, danke. Soll ich resetten? Please, ernsthaft. Jetzt hör mal auf zu nerven. Ich kann solche Leute nicht leiden, die immer dieselben Fragen stellen. Problem ist, die Enderperle jetzt zu verwenden könnte tödlich sein, da ich nur 3 Herzen habe. Es sei denn, sie fliegt nicht sonderlich weit. Dann natürlich nicht unbedingt. Okay, derzeit habe ich einen ganz guten Abstand eigentlich auf den nächsten Spieler. Und ich habe 5 Gold. Damit würde sich ein Goldhelm leisten lohnen. Okay, jetzt nicht mehr. Das war vermutlich die besteingesetzte Enderperle in dem Spiel. Gerade eben. Das ist zu nah. Tut mir leid. Jetzt kommt er mit seinem Scheißbogen oder was weiß ich angerannt. Ich muss die Angel jetzt nach unten ziehen. Tut mir leid. Hätte ich schon längst machen müssen. Boah. Und dann muss ich die Grafikeinstellungen anpassen. Das am ehesten. Oh nee! Genau, da kommt einfach noch einer. Ich komme einfach nicht dazu. Verpiss dich, Mann! Oh! Jetzt ist da eh jemand? Nee. Optionen. Sichtweite, das muss ich um 90 anpassen, Grafikeinstellungen. Hier muss ich um 4 runter. Wie viel war es? 32 Extreme, das heißt hier 28. Dann sind wir hier noch nicht so tief, weil ich habe es jetzt auf Extreme oben gehabt. Das ist übrigens unabsichtlich. Aber ich hatte es oben. Das ist eventuell gar nicht mal so schlecht gewesen. Zack, eine Goldbrust. Das könnte mir echt weiterhelfen. Dann ziehe ich das hier nämlich auch allmählich an.
Auch wenn jetzt meine FOV ziemlich verwirrend sind für mich. Weil ich bin gerade am Rennen. Es fühlt sich so scheiße an. Aber okay. Die Runde könnte tatsächlich noch gut werden. Hochladen werde ich sie bestimmt. Da gehe ich jetzt ganz stark mal von aus. Genau, als ob der nicht High hätte. Wieso auch nicht? Ey, das ist doch Pech. Das ist richtig unfaires Pech mittlerweile. Also heute geht's echt gar nicht mehr. Ich habe schon den ganzen Tag so krasses Pech wie nichts anderes. Ich werde direkt zu Gegnern geportet oder was weiß ich für Scheiß. Aber okay. Ich kann damit leben. Könnt ihr es auch noch? Das ist die Frage. Das ist voll scheiße eigentlich. Oh Mann. Es ist echt nervig, wenn man so viel Pech hat. Ich gehe jetzt ein bisschen Revive aufnehmen. Da ist es scheißegal, ob ich Pech habe oder nicht. Die FOV direkt wieder vergrößern. Und dann würde ich sagen, hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr, sehr krass über einen Daumen nach oben freuen. Würde an dieser Stelle sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.